Glück im Unglück. So kann man das Geschehene im Hünfelder Stadtteil Malges am Dienstagnachmittag wohl am besten beschreiben. Um kurz nach 12 kracht ein LKW in die Hauswand dieses Mehrfamilienhauses. Rita Stenzel wohnt im Erdgeschoss. Also ich habe hier drinnen gesessen, hier bei mir, auf der Couch, habe ein bisschen Fernsehen geguckt. Und im Moment hat es einen Schlag getan. Und ich habe gesagt, was ist denn jetzt im Bad? Habe ich ja gewusst, dass im Bad was passiert ist. Ich denke nur, was ist denn jetzt im Bad runtergekommen? Gucken Sie, der hat die von außen die, das Bad reingeschoben, hier diese. Und daher ist das dann runtergefallen. Und das ist eigentlich hier die Fensterbank, ne? Ja, und die Kacheln sind abgegangen. Und hier, der hat hier von draußen die Fensterbank reingeschoben. Deswegen ist jetzt hier Frischluft. Kann man reinfassen. Doch nicht nur die Hauswand und das Bad von Frau Stenzel, auch drei Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Eines davon, der Mercedes von Anwohner Florian Kirchner. Ich war gerade oben am Frühstücken, habe Kaffee getrunken, wollte gerade in die Spätschicht fahren. Und da hat es einen rasenden Schlag getan. Und dann war die Alarmanlage schon an. War's kurz. Der Sachschaden beziffert sich nach Angaben der Polizei auf etwa 50.000 Euro. Weniger bekannt hingegen ist zurzeit noch die genaue Unfallursache. Immerhin, weder Fahrer noch Bewohner wurden verletzt. Osthessen News. Sehen, was bewegt.